warum das Ehegattensplitting abgeschafft werden muss, um eine gerechte Familienpolitik zu fördern. Was ist das Ehegattensplitting eigentlich? Das Ehegattensplitting gibt es seit den 50er Jahren. Für manche läuft das gut, für andere weniger. Deswegen muss es dringend modernisiert werden. Dabei geht es darum, dass die Einkommen von verheirateten Paaren zusammengelegt werden und durch zwei geteilt werden. Die Person, die weniger verdient, zahlt so mehr Steuern als die Person mit dem höheren Einkommen. Meistens der Mann. Klingt nicht gerade gerecht, oder? Mit der Abschaffung des Ehegattensplittings für neu geschlossene Ehen wollen wir das Steuersystem modernisieren und gerechter gestalten, um die Eigenständigkeit und Absicherung von Frauen zu stärken. Wir fordern eine zeitgemäße Besteuerung und nicht eine, die meistens Frauen dazu drängt, weniger zu arbeiten. Das Ehegattensplitting erschwert die Erwerbstätigkeit von Frauen, indem sie oft davon abgehalten werden, ihre Arbeitszeit zu erhöhen und ihre Karriere voranzutreiben. Doch eine höhere Frauenerwerbstätigkeit kann einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. Das unterstützt auch unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Er hat natürlich auch auf dem Schirm, dass sich dafür die Situation der Kinderbetreuung verbessern muss. Wer beim Ehegattensplitting gar nicht auf dem Schirm ist, sind Alleinerziehende und Unverheiratete. Wir als SPD wollen Familien fördern, das heißt Menschen mit Kindern steuerlich entlasten. Unabhängig vom Trauschein. Denn wir stehen für eine gerechte und gleichberechtigte Gesellschaft, in der alle Chancen und Möglichkeiten haben. Und das alles zeigt,